Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Chris und ich heiße euch willkommen zur nächsten Folge Anno 1800 hier auf meinem YouTube-Kanal. Nachdem ich in der letzten Folge noch großspurig damit geprahlt habe, dass wir unseren Gegnern militärisch überlegen sind, geht es heute daran, unser Game zu retten. Ich habe das Spiel schon auf Slow-Mo gestellt, weil wir jetzt gleich einiges zu tun haben. Und wenn ihr auf unseren Bankstand schaut, auf unseren Kontostand schaut, seht ihr knapp eine Dreiviertelmillion und minus 10.000 aktuell. Das heißt, unser Geld schmilzt tatsächlich dahin wie sonst was. Das heißt, wir fangen direkt mal an. Bevor ich anfange zu erklären, müssen wir direkt das Alles erste Mal bereit. machen. Und zwar 100 Tonnen Goldbarren kaufen. Jetzt nur noch Ich habe mir nämlich umschieben. einen kleinen Überblick verschafft, was wir alles Sind brauchen. unterwegs. Und ein Problem ist die Versorgung mit Gold aktuell. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich mal eine Viertelmillion direkt investiert, um genug Uhren auf unserer Hauptinsel zu produzieren. Und jetzt gehen wir die Bedürfnisse an. Und zwar als erstes werden wir uns um Brillen und um Uhren kümmern. Das ist relativ einfach. Uhren herzustellen ist jetzt gar kein Problem mehr. Wir müssen uns vorher nur um eine kleine Sache kümmern. Und zwar produzieren wir nicht genug Glas. Da müssen wir tatsächlich mal ganz kurz nachsteuern. Jetzt haben wir auch nicht so viel Holz, das heißt, wir müssen mal ganz kurz warten, bis die nächste Holzlieferung hier eintrifft. Aber bis dahin können wir dann tatsächlich schon mal hier ein bisschen vorbereiten und schon mal die ersten Quarzgruben hier unten wieder hinsetzen und die ersten Fenster, die ersten Glashütten hier vorbereiten. Nee, da passt nirgendwo mehr eine zwischen. Dann müssen wir die tatsächlich hier hinsetzen. Gut, vier weitere Glashütten. Was wir jetzt noch brauchen, ist ein ganz klein bisschen mehr Hafenverteidigung hier. Ich bin nämlich davon überzeugt, dass wir in naher Zukunft auch wieder angegriffen werden. Was wir zusätzlich machen müssen, neben dem, was wir jetzt gerade hier umplanen, ich springe mal kurz in die neue Welt. Und zwar die Insel uns zurückholen in 7 Minuten 59 oder ein bisschen mehr. Dadurch, dass wir gerade mit Slow-Mo angefangen haben. Das heißt, wir werden jetzt gleich irgendwann schon mal unsere Schiffe ein Stück nach vorne ziehen und die gleich so in Position bringen, dass wir uns diese Insel direkt zurückholen, da wir den Rum einfach brauchen, den wir hier anbauen können. So, bis dahin aber mal kurz hier runter. Holz ist da. So, Glashütten haben wir jetzt auch entsprechend. Super. Das heißt, jetzt bräuchten wir eigentlich nur noch eine neue Messinghütte, die wir aufbauen müssen. Wo können wir die reinklopfen? Die passt sogar noch hier hin. Sehr schön. Hier wäre es schön, wenn wir Strom hätten. Ist hier Strom? Perfekt. Brillen haben wir schon mal. Und für Uhren brauchen wir, glaube ich, auf jeden Fall Strom. Erfordert Elektrizität, ja. Zack, 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 zack. Gucken wir mal, wo wir hier noch ein bisschen Strom übrig haben. Bis hierhin geht unser Strom. Das heißt, wir machen mal kurz die Straße hier weg. Gucken wir mal, ob das passt. Wunderschön. So, Uhren werden jetzt auch hergestellt. Das heißt, wir warten tatsächlich jetzt nur noch auf unsere Goldbarren, die gleich ankommen müssten schon. Ah, da kommen sie sogar schon. Und dann müssen wir jetzt gleich ein bisschen die Stahlproduktion ausbauen, weil wir haben noch ein großes Defizit, was Stahl angeht. Route eingezeichnet. Um das müssen wir uns gleich auch mal ganz fix kümmern. So, komm her. Ist natürlich keine Option für uns auf Dauer, jetzt alle paar Minuten für 200.000 Credits hier Gold einzukaufen. Man sieht auch schon, wie unser Geld hier wegschmilzt. Wir sind aktuell nur noch bei. Wir sind schon bei minus 14.000. Wir waren vorhin noch bei über 400.000 Credits. Und jetzt müssen wir uns hier von noch ein paar Hütten hier überall hinklopfen. Schauen wir mal, was für ein Defizit wir bei Stahl aktuell noch haben. 43 und 46 haben wir. Gucken wir mal, wo wir die noch hinwerfen können. Dop, 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 dop. Vielleicht hier unten. So, das dürfte jetzt auch passen. Und jetzt müsste gleich eigentlich Folgendes passieren, dass relativ schnell unser Einkommen wieder gen Norden steigt.
Schauen wir mal, ob wir noch ein paar kritische Ressourcen haben. Okay, Kaffee ist nach wie vor ein großes Problem, dass wir da viel zu wenig von bekommen. Und ich weiß auch, was das Problem unserer Kaffeeversorgung ist. Nämlich wurden uns allmählich alle Schiffe hier immer weggeschossen. Und ich, Depp, habe nicht nachgesteuert. Und deswegen kriegen wir jetzt hier halt super wenig Kaffee hingebracht die ganze Zeit. Aber wir packen direkt mal ein weiteres Schiff mit drauf. Und dann müssen wir tatsächlich hier gleich auch mal ein paar Routen reparieren. Und vielleicht noch den ein oder anderen Clipper gleich raushauen, sobald wir das Holz bekommen haben. Ah, da ist die Tintenfisch schon. Wunderschön. Was mit euch beiden? Ihr wollt nicht mit zur Flotte dazu? Okay, er nimmt jetzt schon mal 200 Kaffee, das ist echt cool. Und macht sich direkt auf den Weg. So, minus 300 Arbeiter. Hoppala, hoppala. Nee, nee, nee. Zack. Durch die Stahlwerke mit Sicherheit. Mal direkt nachgesteuert hier auf unserer Nachbarinsel. Und was passiert hier auf unserem Kontostand? Wir sind schon mal 10.000 näher ins Plus gerutscht. Das gefällt mir wirklich sehr. Mal kurz gucken, ob sich hier schon irgendwelche großartigen. Ah, okay, Beryl wird doch wieder relativ stark. Da müssen wir aufpassen. Also, wir haben das Spiel. Also, wir sind tatsächlich. Stehen nicht so schlecht da in dem Game. Wir haben aber alles andere als gewonnen zum aktuellen Zeitpunkt. Und müssen da tatsächlich am Ball bleiben. Und wir sind pl im Plus. Das ist doch cool. Mit oder ohne Kaffee? Ohne Kaffee sogar. Das ist wirklich eine coole Sache. Das macht schon mal einiges ein klein bisschen leichter. Meine Konzentration ist dahin. Okay, Konserven sind ein bisschen eng. Wir sind Aber kurz nur davor, Konserven. Ärger zu Okay, da machen. müssen wir uns dann auch noch drum kümmern. Wie sieht's hier aus? Noch 3 Minuten. Das heißt, wir könnten tatsächlich hier eigentlich noch einmal eine Großküche aufbauen. Eine Gulaschküche. Eine Großküche und nochmal eine Waffenübergabe Konservenfabrik. beendet. Setzen wir die hier hin. So, was haben wir denn hier? Die Luke vom Volles Versteck. Lager. Können wir eigentlich wegmachen. Segel brauchen wir eigentlich in dem Umfang nicht mehr. Und ich glaube, wir haben ein paar hundert, richtig? 1150 sogar. Okay. Hoppla, eins zu weit. Das können wir dann tatsächlich ignorieren. Jetzt haben wir hier natürlich noch ein bisschen eine Pendelerei drin, dadurch, dass alle Produktionsketten noch nicht so zu 100% angelaufen sind. Besonders die Uhren schwanken noch ein bisschen hin und her. Glas dürfte auch durchaus dabei noch einen Faktor spielen. Das muss ja auch alles erstmal auf eine vernünftige Art und Weise loslegen hier. Bereit für den Einsatz. Okay. Schiffstechnisch scheinen wir momentan nicht wirklich bedroht zu sein. Nehmen wir die schon mal und ziehen die hier oben hin. Können wir nämlich gleich direkt in die Bucht einfahren und angreifen. Wie viele Kanonen haben wir denn aktuell? 64. Ja. Das große Problem in der neuen Welt ist natürlich auch, dass auf der Insel kein Lehm ist. Also auf unserer aktuellen Haupt- und einzigen Insel in der neuen Welt. Es Sondern mangelt an nur Arbeitskraft. auf der Nachbarinsel. Wo mangelt was? Ah, hier ist ein Aufstand. Ist mir aber egal. Das wird sich schon gleich beruhigen. Oder habe ich die Materialien für eine Polizeistation? Ja, dann knüppeln wir es halt nieder. Es gab übrigens vor wenigen Tagen eine Aktualisierung, was die Military Mod angeht. Ich glaube, wir haben gerade den 24., 25., 5., irgendwas so um den Dreh herum. Und vor 2, 3 Tagen gab es eine neue Aktualisierung. Mal gucken, inwieweit man hier Verbesserungen, Verschlechterungen oder erhöhte Schwierigkeitsgrade merkt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. So, das haben wir. Geld ist auch wieder stabil. Das gefällt mir. Das heißt, das Problem haben wir dann hier tatsächlich jetzt schon in den Griff bekommen erstmal. Jetzt kommt auch Kaffee dazu und mit dem Kaffee kommen wir dann direkt auch auf unsere 10.000 wieder zurück. Das heißt, mit Rum sind wir locker bei 20.000. Wäre es sehr Oh, oberflächlich, so Pelz etwas fällt ab. als Luxus zu sehen. Pelz fällt ab. Was fehlt uns denn genau? Pelze haben wir.
Baumwolle haben wir auch. Das heißt, es fehlt die Produktionskapazität. So, kriegen wir hier noch einen zwischengeflanscht. Wie oft produziert er? 4 pro Stunde, wenn er am Strom ist. Und wie viel Pelz fehlt? Ja, gar nicht so wenig, gar nicht so viel. Das heißt, mit der Fabrik müssten wir das auch wieder hinkriegen. Brauchen nur kurz das Holz dafür. So, wie sieht es hier aus? Immer die Insel im Auge. Ah, super, wir können angreifen. Den ziehen wir als erstes rein. Wir opfern nämlich einen von unseren Segelschiffen als erstes. So, die... Wo brennt es? Ach, jetzt brennt es hier auch noch. Okay. Schiff unter Beschuss. So, das erste dürften wir gleich schon verlieren. Oh! Gut, zerlegen wir als allererstes mal kurz die Hafenverteidigung. Und machen das alles, bevor hier die nächsten feindlichen Schiffe auftauchen. Dauert bestimmt nicht lange bis... Ah, da kommt sie schon. So, und jetzt schnell den Hafen zerlegen, bitte. Und dann hier reinfahren. Oh, super, wir haben unsere Ruhminsel wieder. Wir haben die Ruhminsel wieder. Und jetzt schnell reinfahren. Auf jeden Fall alle Schiffe, die hier sehr beschädigt sind. Komm schon. Die können hier vorne bleiben. So, da kommt sie schon. Mit wie viel? Du lehnst dich ganz schön weit aus dem Fenster, Schätzchen. Okay, wir können als allererstes mal direkt hier ein bisschen Holzfällerei betreiben und aufbauen. Damit wir hier schnell wieder auf unsere Rumproduktion kommen. So, das dürfte hier aber alles kein Problem sein. Oh, was kommt da? Das ist Willi. Okay, das kann, der kann gerne kommen. Der ist nicht so ein Problem. Ihr Fluss mündet noch immer im offenen Meer. So, hier bauen wir uns auch direkt noch eine Holzfällerhütte hin. Und dann sind wir wieder back in the game, würde ich sagen. Und können loslegen, hier gleich unsere erste Stadt aufzubauen. So, schon mal alles vorplanen, was wir gleich brauchen. Mittlerweile ärgere ich mich tierisch, dass ich nicht die Hacienda aktiviert habe. Besonders aufgrund der kleinen... Aufgrund der kleineren Felder, die man aufbauen kann. Ah, okay, er kommt reingefahren und verliert einfach alles. Das ist echt gut. So, das müsste fürs Erste erstmal reichen. So als Vorplanung. Wir müssen ja auch das Holz erstmal kriegen. So. Habe ich auf der Insel nicht sogar einen Reparaturkahn? Doch, habe ich. Perfekt. Das heißt, wir können die mal kurz hier wegziehen. Sind unterwegs. Und hier zum Reparieren hinschicken. Hi. Kommt schon, ihr seid alle mit. So. Die mal kurz zum Reparaturkahn hinschicken und die anderen lasse ich hier stehen. Und die können hier tatsächlich mal kurz ein paar Items einsammeln. So. Das ist auch gut, dass die Prinzessin hier gerade ihre Schiffe einfach so dumm verheizt. Das gefällt mir tatsächlich. Was gab's hier? Items, Hochräder.
Oh, das ist echt gut. Hier geht alles unter für die Prinzessin. Hier geht alles unter für die Prinzessin. Hoppla. Auch nochmal Goldbarren. Holen wir uns mal ein paar Items und parken hier hinten zurück rein. Wo war ich stehen geblieben? Achso, genau hier bei der Insel. Noch auf jeden Fall eine Kirche hier hin. Hier eine Feuerwache hin. Und dann kann ich gleich schon anfangen, hier erste Rumpfelder auszuplanen. Und dann will ich schnellstmöglich die Rumroute wieder aktivieren. So, wie sieht es hier in der alten Welt aktuell aus? Mittlerweile haben wir wieder Holz. Das heißt, wir bauen mal zwei Clipper und ein Kriegsschiff. Wie sieht es hier aus? Noch einen Schlachtkreuzer können wir in Auftrag geben. Der soll hier stehen bleiben. Ah, okay. Beryl hat hier schon wieder eine ordentliche Flotte zusammen. Also das darf man tatsächlich nicht unterschätzen. Nachdem wir auch relativ viel hier verloren haben und viel in die neue Welt geschifft haben, müssen wir da tatsächlich ein Auge drauf haben. So. Stadtzentrum steht schon mal. Die kommt zum Referieren an, super. Abracadabrein, schlag ein. Nein, ich bezahle nicht. Jetzt stört mich das einzig nur noch, dass hier direkt gegenüber von uns so eine stark bewachte Insel von Beryl ist. Aber naja, damit müssen wir umgehen. Die Prinzessin haben wir dann aber tatsächlich flott technisch hier vertrieben. Jetzt ist der stärkste Konkurrent in der neuen Welt wieder Beryl mit einer echt großen Armee eigentlich. Das heißt, wir müssen tatsächlich den ersten Clipper, der gleich fertig gebaut ist, direkt mit Brettern und Kanonen und Co. vollladen und hier hinschiffen, damit wir die Insel befestigen können. So, wie sieht es denn hier mit der Hafenverteidigung aus? Hier haben wir noch ein bisschen was. Die kleinen Kanonen werde ich alle abreißen. Wobei, Donald, du meintest, dass die relativ viel Einfluss verbrauchen. Kosten aber dann tatsächlich nur 3. Was ist hier los? Besetzt die Station. Ah, okay. Sonst nichts Berauschendes an Items hier. Den können wir hier schon mal hinstellen. Den bauen wir, sobald wir können. Was ist hier los? Okay. Ziehen wir uns mal ein bisschen zurück in den Hafen. Müssen ja nicht direkt das erste Schiff riskieren. Na okay, die Prinzessin will es aber auf jeden Fall wissen. So, ein bisschen zurückgezogen. Das dürfte passen. Da dürften wir jetzt kein Schiff verlieren. Was ist hier los? Habe ich aktuell nicht Angriffspakt? Ah doch, jetzt schießen sie. Ich habe mich schon gewundert. Was war denn hier los? Hat der Hafen schon die ganze Zeit geschossen? Nee, ne? Die bleiben schön hier. So, Clipper weg. Sehr schön. Aber das könnte Beryl jetzt tatsächlich provozieren. Da müssen wir ein Auge drauf haben. Wie viel Goldbarren haben wir denn eigentlich noch? 73. Okay, also das passt. Wir kriegen ja auch noch Gold geliefert. So, hallo. Willkommen zurück, meine kleinen Dorfbewohner. Ah, der holt Kaffee. 112 Tonnen, okay, das ist schon echt eine Menge. Hier wird repariert, okay. Aber natürlich langsam, dadurch, dass ich hier nur einen Reparaturkran habe. Eigentlich können wir hier sogar im Sinne der Geschwindigkeit noch irgendwo vielleicht eine Holzfällerbude hinmachen. Nee, gerade nicht.
So, Geld steht. Hier ist die Versorgung sichergestellt. Schauen wir mal kurz, ob Pelze auch wieder ordentlich da sind. Okay, Pelze sind immer noch kritisch, aber ich glaube, jetzt dürfte es gleich tatsächlich deine Versorgungsfrage sein. Nee, doch nicht. Müssen wir mal gucken. Und dann bauen wir tatsächlich die Insel jetzt hier auch noch Ich habe weiter nichts aus. dagegen. Okay, Kleidung und Fisch sackt beides ab. Habe ich mir schon gedacht, wie viel mehr Kleidung brauche ich denn? So, das hier noch dran. Jetzt dürfte das passen. Dann setzen wir hier noch ein Haus hin, ein Lagerhaus. Machen hier drei Fischerbuden noch dazu. So, jetzt dürfte es wieder passen. Upgraden wir hier auch mal noch ein Viertel. Nicht, dass wir nachher auf der anderen Insel zu wenig Arbeiter haben. Ja, genau. Hier wird alles zerstört. Den müssen wir uns gleich auch noch annehmen. So, der Ölhafen muss auch repariert werden. Ein neuer Auftrag? So, hier haben wir wieder 24 Holz. Wunderschön. Kommen wir doch langsam tatsächlich voran und unser Dorf wächst hier wieder. Das heißt, wir werden tatsächlich zu Beginn der nächsten Folge wahrscheinlich hier die Rumproduktion direkt wieder aufnehmen können. Ist hier ein Clipper fertig? Jetzt gleich. Okay, perfekt. Hier können wir auch direkt mal den nächsten Schlachtkreuzer schon wieder in Betrieb nehmen, beziehungsweise in Auftrag geben. Vom Stapel gelaufen. Alles bereit. So, was brauchen wir hier? Schiff vom Stapel gelaufen. Ja, doch, wir nehmen die 80 Kanonen mit. Und 100 Tonnen Ziegel. Sie haben Das ein war neues Yellow Spring, heißt Zielziel die Insel erreicht. jetzt. Okay. Bereit für den Einsatz. Los geht's. Hier dürfte aktuell nichts los sein, ne? Nee, hier ist nur ein Clipper. Der ist keine Gefahr. Okay, super. Dann haben wir das auch. So, die letzten. Ne, machen wir die Kirche und die Feuerwache. Dann steigt auch die Zufriedenheit hier auf der Insel direkt wieder an. So, Beryl bleibt hier unten. Das ist ganz gut. Wir sind jetzt auch nicht so schwach aufgestellt. Also mit Besetzt den die ganzen Station. Dreadnoughts, Schlachtschiffen und Schlachtkreuzern geht das halbwegs. Und hier haben wir ja relativ viel Verteidigung in Form von Kanonen. Also auch Beryl würde das sehr viel kosten, wenn sie da jetzt angreifen würde. So. Jetzt können wir mal ganz kurz hier auf die Insel gehen. Wir sind jetzt ja hier voll gebombt mit allem bis zum geht nicht mehr. Das heißt, wir könnten tatsächlich versuchen, hier auch noch ein bisschen mehr Geld abzugreifen, indem wir zum Beispiel hier anfangen, Wurst anzubieten. Das machen wir jetzt zum Ende der Folge mal noch. Schiff vom Stapel gelaufen. Eine Explosion erschüttert eine Na, jetzt ihrer explodiert hier noch Fabriken. irgendwas. Das höre ich ja gerne. Gut ist, dass wir hier auch Getreide auf der Insel haben. Das heißt, wir können hier tatsächlich auch die ganzen Farmen boosten und hier auch direkt Brot anbieten. Wohnhäuser stehen nach der Epidemie leer. Ja, wir gucken gleich. So, wie viel brauchen wir hier auf der Insel eigentlich? Vier, wir brauchen aber sieben. Das heißt, wir müssen noch drei mehr in Bit. Ach, machen wir alle. Was soll's denn? Und nochmal zwei hiervon, bitte. So, Wurst dürfte sich jetzt ja auch erledigt haben auf der Insel. Jetzt gucken wir mal, wo was explodiert ist. Ach hier, okay. Wo? Was? Nein, 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 nein. Ihre Insel wird angegriffen. Okay, das müssen wir auf jeden Fall noch halten. Die dürfen wir nicht verlieren.
Das wäre jetzt echt ärgerlich. Da habe ich nicht aufgepasst. So, erstes Schiff ist weg. Schön fokussieren. Nee, sie zieht sich, glaube ich, wieder zurück. Es war nur ein kurzer Angriff. Lassen wir einen Teil der Flotte hier. Wir können nicht alle hochschicken. Falls direkt gleich irgendwo die nächsten Nadelstiche folgen. Ah. Das gefällt mir nicht ganz so sehr. So, jetzt haben wir das auch hier. Jetzt haben wir hier mehr als genug Arbeiter, um jetzt gleich Rum anzubieten. Sehr schön. Und ich würde sagen, wir sind, nachdem wir diesen schrecklichen Angriff haben abwehren können, jetzt eigentlich genau an dem richtigen Punkt, um die heutige Folge zu beenden. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, dabei zu sein. Ich freue mich schon darauf. Oh, wo? Ah, okay. Eigentlich brauche ich den doch gar nicht. Den könnte ich doch eigentlich sogar wegmachen, oder? Wenn ich jetzt die beiden miteinander verbunden habe. Also, das muss ich mir mal überlegen. Auf jeden Fall freut es mich, dass ihr dabei gewesen seid. Ich drifte mal wieder ab zum Ende der Folge. Und wir sehen uns dann bald wieder. Bis dahin, euer Chris.